Lass mich doch jetzt hier. Fängt jetzt an. Drück mal und fängt an. Du fängst an. Du. Du. Du kannst auch an. Ja. Hallo erstmal. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich oder halt überhaupt erschienen sind. Ja, also willkommen zur zweiten Pressekonferenz von Eintracht Spandau. Direkt zu Beginn möchte ich sagen, Personalfragen und auch Fragen zu Wechselgerüchten wird es hier nicht geben. Was? Das wird es hier nicht geben? Ich bin im falschen Raum. Okay. Vielleicht die erste Frage dann. Die erste Frage können Sie stellen. Ja, bitte. Ja. Ottmar Dietsche vom Köpenicker Kurier. Herr Westphal, 4 Niederlagen aus 5 Spielen. Also sportlich gesehen kommen Sie der hohen Erwartungshaltung nicht hinterher. Woran liegt das? Ja, also nee, weiß ich jetzt nicht. Also das, wir haben jetzt auch am Sonntag gegen Wave gewonnen. So. Also da spielt ja auch sowas. Das ist ein Weltstar. Ne? Das ist schon, ja. Nee, bitte die nächste Frage. Also Sie können jetzt die nächste Frage stellen. Jetzt. Sie, ja, bitte sehr. Ja. Karl Dödel von der Spandauer Schülerzeitung. Können Sie bestätigen, dass sich Herr Knabe derzeit in Korea befindet, um dort einen neuen Coach zu suchen? Also wie Sie erkannt haben, der Präsident Knabe ist nicht vor Ort. Ja, der ist leider verhindert. Aber das hat jetzt damit auch gar nichts zu tun. Also die sportliche Führung hat das vollste Vertrauen. Und bei Eintracht Spandau ist alles super soweit. Ne? Ist alles super. Ja. Ja, genau. Haben wir noch mal weitere Fragen jetzt? Ja, kommst du schon. Nur weil wir jetzt halt am Anfang ein paar Matches da verloren haben, passiert ja mal. Da trotzdem Fragen. Sie haben ja Herrn Brückmann zum Beispiel. Dem können Sie auch immer eine Frage stellen. Ja, an den Herrn Brückmann bitte. Ja. Anja Dahm vom Braunschweiger Boten. Herr Brückmann, böse Zungen behaupten, das Einzige, was weniger souverän wirkt als die Eintracht, wären Sie im Umgang mit der Streaming-Technik. Können Sie das kommentieren? Ja, sag mal, was ist denn da los? Ist doch hier. Danke. Hier, Frau Dahm, da war eine richtige Kackfrage. Und ich verbitte mir solche persönlichen Angriffe in meine Richtung, ja? Ich gebe mir größte Mühe, einen super Broadcast anzubieten. Ja, immer schön sportlich bleiben, sag ich da auch, ne? Ruhig, aber apropos sportlich. Wir haben ja auch unseren Headcoach da, ne? unseren Mastermind. den Christoph Seitz, so. Ja, den kannst du auch mal eine Frage stellen. Ja, bitte an unseren Headcoach, ja. Dietmar Meier vom Schöneberger Schandblatt. Nach dem ganzen Hype vor dem Start des Blitz kann die Mannschaft derzeit den hohen Erwartungen nicht gerecht werden. Wie wollen Sie das gegen Schalke ändern? Ihr müsst alle von eurem hohen Ross mal runterkommen. Was ihr euch einbildet, was für League of Legends wir in Spandau spielen müssen. Was sie früher für einen Scheiß gespielt haben, Spandau Inferno und so, das kannst du dir da auch nicht anschauen. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt, warum ich... Die Schärfe bringt ihr doch rein. Du sitzt da, schön bequem auf deinem Stuhl, fährst dir 3 Dosen Pringles rein, machst einen auf locker. Wir bleiben jetzt mal ganz entspannt. Also, jetzt beruhigen wir uns ganz kurz, aber vielleicht haben wir einfach eine Frage nochmal zum nächsten Gegner oder so. Zum nächsten Match. Eine Frage noch. Bitte, ja. Ulrike Horn von Gelsenkirchen aktuell. In ihrem nächsten Spiel treten sie gegen Schalke 04 an, ein Duell zweier Traditionsvereine. Wie gehen sie in so ein prestigeträchtiges Duell an? Traditionsvereine habe ich ja ewig nicht gehört, so einen Scheiß. Auf der einen Seite haben wir ein Team, das seit 100 Jahren traditionsmäßig im Sport, im E-Sport unterwegs ist. Und auf der anderen Seite hat das Team Manuel Neuer gehabt. So,
LEC-Slot verpasst, verschenkt quasi. Und ein anderes Team, hier, unser Team, Richtung Worlds unterwegs. Da braucht ihr nicht so gucken. Ihr seid doch verantwortlich hier sportlich. Das ist doch unser Ansatz, oder nicht? Ja. Wir ja, fahren ja, über Schalke komplett drüber. Die können überhaupt nichts. So. Ja, ist doch so. Von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir.